Willkommen, Freunde. Kung Fu, Meister. Diese Worte sind mit grenzenlosen Willen, Disziplin und übermenschlicher Selbstkontrolle verbunden. Zumindest, wenn wir den Filmen glauben. Wenn wir in Filmen oder Videos auf YouTube sehen, was Meister des Kung Fu, Karate und anderen Kampfkünsten können, dann denken wir, dass die Menschen, die diese Kampfkünste beherrschen, buchstäblich unverwundbar sind. Kampfkünste aus Japan und China haben längst die ganze Welt erobert. In jeder Stadt könnt ihr leicht ein Fitnessstudio finden, in dem ihr für relativ wenig Geld eine interessante Einführung in eine lokale Variante des Karate bekommt. Echte Meister des Shaolin Kung Fu sind in der Lage, solche Wunder zu zeigen, dass Wissenschaftler einfach nicht verstehen können, wie diese im Prinzip möglich sind. Aber ist es wirklich so? Wie effektiv sind all diese Fähigkeiten in einem echten Kampf auf der Straße? Es ist schwer zu sagen, welche Vertreter welcher Kampfkunst die stärksten sind. Aber niemand bezweifelt, dass Sumo-Ringer die schwersten sind. Sumo-Ringer nutzen ihr Körpergewicht und einen schnellen Angriff, um den Gegner zu bezwingen. Dieser Kampf ist jedoch längst zu einem Schauspiel und einer Hommage an die japanische Kultur geworden. Die Techniken der Sumo-Ringer werden in Freistilkämpfen kaum von Nutzen sein. Hier ist zum Beispiel der Kampf eines Sumo-Ringers mit einem MMA-Kämpfer. Was denkt ihr, wer gewinnt? Einerseits hat der Sumo-Ringer einen deutlichen Gewichtsvorteil. Andererseits wissen wir, dass je größer ein Schrank ist, desto lauter fällt er um. Schaut euch das an! Es scheint, dass der Sumo-Ringer beschlossen hat, seinen Rivalen in einer Umarmung zu ersticken. Das ist eine sehr effektive Methode. Einige Meister der Kampfkünste behaupten, Hypnose zu beherrschen, die ihnen hilft, Rivalen zu besiegen. Die Bilder aus diesem Video scheinen jedoch gestellt zu sein. Ihr habt wahrscheinlich von den unglaublichen Fähigkeiten der Meister des Kung Fu gehört und gesehen, was Shaolin-Mönche können. Dieser junge Mann hat jedoch einen solchen Meister einfach außer Gefecht gesetzt. Man kann jahrelang Philosophie studieren und jeden Muskel trainieren, aber ein gezielter Schlag wird den Ruf in nur einem Augenblick zerstören. Das chinesische Verständnis von Kung Fu unterscheidet sich erheblich vom westlichen Verständnis. Im Westen wird Kung Fu als Mittel angesehen, um seinen Gegner zu besiegen. In China hingegen liegt der Schwerpunkt auf dem Bewusstsein für den eigenen Weg und der Propagierung von Tugenden. Als Grundlage der Kung-Fu-Philosophie dienten Elemente des Taoismus, des Zen-Buddhismus und des Konfuzianismus. Chinesische Kampfkünste unterscheiden die Konzepte von äußerem und innerem Kung-Fu. Es wird angenommen, dass das äußere Kung-Fu Muskeln, Knochen und Gelenke trainiert und das Innere den Geist sowie die Qi-Energie und den Verstand stärkt. Daher kann inneres Kung-Fu auch in einem höheren Alter praktiziert werden. Warum funktioniert Kung Fu nicht im wirklichen Leben? Die Sache ist die, dass die Fähigkeiten der modernen Shaolin-Mönche stark übertrieben werden. Echte Meister gibt es wenige. Außerdem sind die meisten ihrer Techniken eher spektakulär als effektiv im realen Kampf. Die meisten dieser Kämpfer ähneln eher Clowns. Aber selbst ein echter Kung-Fu-Meister wird keine Zeit haben, die Schönheit dieser Kampfkunst zu zeigen, wenn er im Ring auf einen Boxer trifft. Denn im Gegensatz zu den Dreharbeiten bei einem Film wird der Kampf nicht nach Drehbuch ablaufen. Dank der Filme wurden asiatische Kampfkünste sehr populär und viele wollten bestimmte Arten von Kampfkünsten beherrschen, um den Helden aus den Filmen ein bisschen ähnlich zu sein. Die Nachfrage hat eine Menge Angebote hervorgebracht und so haben sich seltsame Trainer daran gemacht, andere zu unterrichten. Schaut euch diese Aufnahmen an. Ich weiß nicht einmal, wie schwach und feige ein Gegner sein muss, um ihn einfach über den Boden zu schleifen und durch Schwingen eines Schlagstocks zu bezwingen. Es scheint jedoch, dass der Trainer bei seinen Schülern Eindruck hinterlassen hat. Und dieser Trainer beschloss, seine Selbstverteidigungskurse zu bewerben und den Zuschauern einfach unglaubliche Fähigkeiten zu zeigen. Seht nur, wie leicht er mit den Angreifern fertig wird.
Interessant ist aber, ob es möglich ist, eine dieser Techniken bei Leuten anzuwenden, die für diesen Auftritt nicht bezahlt wurden. Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Hier ist ein anderer Meister, der eine neue Art von Kampfkunst erfunden hat: russisches Kung Fu. In der Tat ist es das gleiche wie das chinesische, nur bevor man es praktiziert, muss man unbedingt ein Glas Wodka trinken. Und es ist keine lange und anstrengende Vorbereitung erforderlich. Ansonsten ist es genau das gleiche Kung Fu wie bei den Chinesen. Ein Mann beschloss, sein virtuoses Können in einer Fernsehshow live zu demonstrieren. Die Frage, wo und von wem er das alles gelernt hat, kommt überhaupt nicht auf. Viel interessanter ist, wie es die Moderatorin schafft, einen ernsten Gesichtsausdruck zu bewahren, während sie das alles anschaut. Das ist meiner Meinung nach eine echte Kunst. Was denkt ihr? Teilt eure Meinung in den Kommentaren. Dieser Meister war so nah am Sieg. Er war aber schließlich nicht kräftig genug, um den Gegner auf seinen Schultern zu halten. Wing Chun ist eine chinesische Kampfkunst, in die viele verschiedene Techniken eingeflossen sind. Der Kampf in Wing Chun basiert auf Prinzipien, die der Schüler von Training zu Training erschließt. Das Zurückweichen von der Angriffslinie wird durch sofortige, geradlinige Angriffe bei Annäherung auf kurze Distanz ergänzt. Oft endet der Kampf mit Stößen von Knien und Ellbogen. Wing Chun sieht als Kampfkunst einen schnellen Sieg über den Gegner vor, ohne selbst Schaden zu nehmen. Die Beherrschung dieses Stils konzentriert sich nicht so sehr auf die Entwicklung körperlicher Fähigkeiten, sondern auf die Verbesserung der Kampftechnik, die schnelle Schläge und stumpfe Verteidigung umfasst. In der wörtlichen Übersetzung heißt Wing Chun ewiger Frühling. Dieser Stil ist durch Bruce Lee unglaublich populär geworden. Bruce Lee wurde oft vorgeworfen, außerhalb des Sets bei weitem nicht so gut zu sein. Dieser Typ im gelben Anzug, der ein bisschen wie eine Banane aussieht, beschloss, nach allen Regeln des Wing Chun zu kämpfen. Aber es sieht so aus, als ob er einfach nur durch den Ring gejagt wurde. Wir müssen zugeben, dass dieser Mr. Banana nicht so gut ist wie der berühmte Bruce Lee. Wir sollten also keine Schlüsse über Wing Chun ziehen, indem wir nur diesen einen Kampf betrachten. Hier ist ein weiterer Wing Chun-Kämpfer, der von einem MMA-Kämpfer einfach mit einem Schlag zu Boden geschickt wurde. Hier ist ein weiterer Kampf. Es sieht so aus, als würden solche Kämpfe nicht lange dauern, denn wieder hat der Wing Chun-Kämpfer verloren. Dieser Meister hielt dem ersten Treffer stand. Aber schon der zweite Treffer holte ihn von den Beinen. Alles in allem hat sein Gegner nur 3 Sekunden gebraucht. Einer der Männer sagte, dass er Kung Fu beherrsche. Im Saal war jedoch ein Typ, der keine Ahnung von irgendeiner Kampfkunst hatte, aber in der Schule anderen Kindern Kleinigkeiten abzog. Wie ihr seht, hilft Kung Fu auch gegen Straßenraudis nicht. Kann ein Wing Chun-Kämpfer überhaupt jemanden bezwingen? Einen anderen Wing Chun-Kämpfer natürlich. Nur damit ein solcher Kampf genauso spektakulär aussieht wie in den Filmen mit Bruce Lee, muss man nicht weniger trainieren als Bruce Lee. Bis jetzt ist dies eher weniger beeindruckend. Man kann tatsächlich von jemandem lernen. Viele Trainer auf der ganzen Welt sind bereit, spektakuläre Techniken zu vermitteln. Nachdem ihr die beherrscht, werdet ihr zwar nicht unbesiegbar, aber ihr werdet bestimmt im Internet Aufsehen erregen. Vielleicht werdet ihr sogar ein Actionstar. Die Hauptsache ist, einen echten Meister zu finden und keinen Scharlatan. Für heute ist das alles. Gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis bald!